Das ist Kinderbaustelle Buchs, gerade beim Bahnhof bei der Bahnhofbrücke. Am 3. Juli, am Nachmittag um 2 Uhr, sind wir vorbeigegangen. Uns ist interessiert, was hier abgeht. Auf jeden Fall ist gekämmert worden, geschraubt und alles Mögliche gemalt. Organisiert hat es das KOI Werdenberg, also das Kompetenzzentrum Jugend Werdenberg, zum dritten Mal übrigens. Und dann ist immer klar, was man zuerst machen muss. Der Ablauf ist hier genau beschrieben, bevor man reinkommt. Ja, man kommt hierher und dann kann man zum Beispiel einen Helm fassen oder man kann auch Sirup trinken. Das ist sehr beliebt, vor allem dann, wenn es heiß ist, weil die Kinderbaustelle die geht dann noch bis in Herbst hier. Und wer dann gute Schuhe braucht oder Werkzeuge oder so etwas, da ist eigentlich alles, was das Herz begehrt. Und dann natürlich kann man Werkzeuge holen. Und ist das zum Bedienen? Ist ja gar nicht so einfach, die Maschine. Da kann man sich dann eine Beratung holen. Er hat gesagt, er ginge jetzt gerade. Der Vater hat mir gesagt, einmal einen Schrauben, einen Bohrer. Es hat einen Haufen Werkzeuge, die man da kennenlernen kann. Was ist denn deine Aufgabe? Ich mache die Registrierung von denen, die da sind, damit wir für Covid auch einen Ausweis haben, wer immer ist da. Aha. Ja. Und die Einführung macht wer? Wir haben da die mit der grünen Weste, die machen die Einführung von jedem Kind. Die können da eine Jacke fassen und einen Helm und einen Hammer. Und dann können sie hin zu den Personen, die zuständig sind. Aber es denkt, dass sie den Romanen hier weit gefehlt. Zuallererst ist mir eine Frau aufgefallen, mit 3 Kindern war sie da. Sie haben mir gesagt, sie wollen ein Haus bauen. Mama hat es dann geklärt, nicht ein Haus, sondern eine Hundehütte wollen zu machen. Ja, Kinder ganz unterschiedlichem Alter. Sie hat das kleinste Kind dabei gehabt. Ja, also Handwerker sind sie nicht, aber sie hat dem Vater über die Schulter geschaut. Und das Weidli hat auf jeden Fall Freude gekommen. Und dann hat sie gesagt, muss alles ein bisschen können. Ja, als Mutter und Hausfrau genau, muss man alles können. Alles, alles ausprobieren daheim und für alles da sein. Wie ist das so an dieser Baustelle zusammen mit dem Sohn im Jahr? Genau, mit 2. Ja, okay. Der andere holt Material. Ja. Warum bist du hergekommen? Warum? Ja. Ja, damit die Kinder mal was zu tun haben. Damit sie mal wissen, wie es läuft. Und? Und vor allem, weil sie es wollten. Aha, wie machen sie es? Man muss noch ein bisschen unterweisen. Aber es ist ganz gut. Und es ist schön, gell? Mal ein bisschen Vater und Kind etwas zusammen können machen. Mal schon. Was gibt das da bei euch? Burg. Einfach etwas bauen, hä? Ja. Heule du. Hätte die Stege da? Ja. Probier mal. Ist das für eine Mädchen? Ist das schön so? Ja. Was machst du jetzt gerade so? Halt mit dem Beton bauen. Ja. Und mit Holz bohren halt. Hoi hoi, schau mal, richtig Mauern tun da, hä? Ja. Hast du das schon mehr gemacht? Nein. Also Mauern ist mal das erste Mal, aber mit dem Holz bauen ist kann ich schon mehr gemacht. Was machst du da? Bauen. Ist schwer, hä? Jetzt. Ja. Kommt noch eine Erfrischung da. Ja, danke. Schau mal. Du, das ist aber super, der Vater, dass er einen Stein bringt. He? Aha. Ist ja schwer, gell? Mal. Timo, machst du auch eine Erfrischung? Okay? So, bringst du alles ins Enkel, he? Ja. Wie ist es auch für dich, so zum hier bauen? Das macht einen riesen Spass, wenn du den ganzen Tag im Büro hockst. PC ist das noch eine richtige Abwechslung, mal wirklich etwas zum Bewegen. Gell, und jetzt bist du der Kapitän, oben ist noch kein. Echt? Beim Helm, ja. Ja, schau mal an. Jetzt fühle ich mich noch viel besser heute. Ja, siehst du? Ja, tatsächlich heute. Ja, jetzt fühle ich mich richtig gut. Und du schaust einfach zu und hebst mal den Hammer für alle Fälle im Griff. Genau, ich bin mehr der Handlanger. Aha, okay. Der Sohnemann sollte ja bauen, oder? Ja. Aber er ist im Moment das Weite am Suchen. Darf der Papa wieder herheben? Du hast festgestellt, vorher die Mama hat so Glas gebracht. Dann haben sie noch fleissig weitergebaut. Ja. Vielleicht da, du tauschst mal den Hammer da um so eine Rakete. Ah, das wäre nicht schlecht. Gell? Ja. Oh, oi. Jetzt, kurz nachdem die Schweiz verloren hat, haut er noch die Schweizer Fahne her. He? Nächste. Jetzt Achtung. Du bist der Chef, hä? Ja. Aber du bist auch nicht in der Schule, gell? Selber natürlich. Ja, schon. Aber was willst du noch einmal machen? Wie bitte? Was willst du noch einmal machen? Zeichnen.
Echt? Ja, ich habe schon den Lehrstelle gefunden eigentlich. Ah. Ich fange am 1. August an. Also ZFH, so ein Fach Architektur, so? Ingenieurbau. Ah, so, ja. Okay. Ja, dann passt das jetzt zusammen, gell? Ja, schon. Hast du es im Griff da, die Jungs? Ja, schon ein bisschen. Von mir? Ui! Was bauen die da? Was machst du? Also, ich bin schon dort hin. Eben, gell, du hast den Schweizer Fahnen in den Tängeln. Zeig mir schnell den Daumen. Hast du nicht auf den Daumen geschlagen? Super, hey. Was baust du? Hey, das ist... Was gibt das nachher? Es gibt viele. Zweistöckiges. Aha. Und du, was machst du? Ich mach mit ihm. Helfen, ja. Hä? Und du, was machen die? Wir machen mit ihm das zweistöckige Haus. Hey, da geht ja gut, Mädchen und Buben zusammen, hä? Wir bauen da weiter. Und was gibt es nachher? Zwei Stück ins Haus. Jetzt noch einmal. Bist du auch mit den Kindern hier? Mit den Kindern und mit dem Nachbarsbuben, ja. Jetzt haben sie hier betoniert und gemacht. Die Mauer haben sie mit der Schule gemacht am Donnerstag. Und jetzt war es unheimlich wichtig, dass heute wieder kommen, dass die andere Mauer hier machen können. Ja. Die hier, dann die Seitenwand haben sie gemacht. Dann haben wir gesehen, dass das heute noch instabil ist. Dann haben wir das neue Balken müssen zuschneiden und richtig zusammenschrauben, ein neues Dach machen. Jetzt hebt es einigermaßen. Jetzt sind gerade die Kinder zufrieden. Aber jetzt will er noch ein Fundament machen, oder? Es gibt ja seine Bar, oder? Ja. Und dort dann auf der Baustelle sind wir am Schnüffeln dort. Aha. Und holen. Du, das ist ja fast eine grosse Baustelle, die hier. Das ist eine grosse Baustelle, ja. Aber du willst es nicht nachtreten. Aber du siehst eher aus wie ein Bürolist. Tatsächlich. Bin ich auch. Bin ich auch. Aber du kommst so, du bist interessiert, du kommst gut raus hier, gell? Ja, ja, so, als ich jung war, habe ich natürlich schon viel gearbeitet, handwerklich. Aber nachher, wenn du irgendwann so ins Büro kommst, dann verlernst du es nicht gerade. Aber du kommst ein bisschen aus der Übung, ja. Aber wenn man dann wieder reinkommt, geht es schon, ja. Und es ist etwas Schönes hier, gell? Ich finde es sehr cool, ja. Es ist, eben, viele Kinder haben die Möglichkeiten hat man nicht, wie sie hier haben, oder? Weil, wenn du normal in einer Blockwohnung daheim bist oder auch sonst im normalen Einfamilienhaus, hast du nicht so Gelegenheiten, zum richtig handwerklich tätig zu sein, betonieren, mit dem Holz arbeiten und so weiter. Schau, jetzt kommt er schon wieder mit der neuen Lieferung. Die Arbeit ruft. Und, ja, aber du, hallo, das ist Maximum ein Erstklässler, oder? Zweiklässler. Aber der ist super, hey! Der ist genial, ja. Der ist genial. Wir haben Diemor und Diemor gemacht. Herr Golles, nochmal, willst du mal werden? Ja. Polizei? Ja. Aber jetzt bist du beim Käppeli, jetzt bist du beim Wau. Nein, im Handfern bin ich in der Schule. Und jetzt, wohin gehst du jetzt? Was gehst du holen? Nehmen wir so einen Schutt. Ja, den Abdu. Ja. Gell, Wahnsinn, gell, das Engagement, das ist hervorragend. Unglaublich, unglaublich. Und wie sie miteinander zusammenarbeiten. Und dann, der eine nimmt dann so eine Cheffunktion wahr, der andere ist dann mehr der Handlanger. Aber wunderbar im Team. Dann kommen wieder andere dazu, die mithelfen. Ja, es ist eine wahre Freude zum Zuschauen, ja, wie engagiert die sind. Ja. Und schon kommt er wieder. Und vorher hat er noch ein bisschen Dreck in die Hände genommen, damit er weniger rutscht bei der Geräte. Bist du nicht auf der Schnur? Bist du nicht müde? Nein. Hoppla, jetzt. Jetzt, was gibt es da nachher? Eine Bar. Eine Bar? Hoi. Mit Orangensaft und Cola? Ja. Oder was tust du ausschenken nachher? Sachen. Gut. Genial, gell, kann man sagen. Ja, und die Idee, die sie haben, oder? Langt dann nicht einfach nur so ein bisschen einen Dreckboden. Nein, sie müssen ein richtiges Fundament machen, oder? Würde mich nicht wundern, wenn sie dann nachher noch weiter zubetonieren. Aber das lassen wir dann glauben. Hat er das daheim beim Rasenmähen gelernt? Nein, beim Rasenmähen nicht. Aber beim Maiensaisonbau letztes Jahr haben wir auch echt betoniert miteinander. Ja. Aber immer vorher hast du gesagt, Rasenmähen-Täger, oder? Rasenmähen, trimmern, ja, einfach möglichst handwerklich. Donnerwetter, ja. Hast du gehört, Lenin? Ja. Unglaubliche Komplimente, die du bekommst, ja? Ja. Du, also das mit der Polizei, da musst du dir noch überlegen. Ja, wenn ich aber Polizei bin, habe ich eine Waffe und kann Leute verhaften, die mich nerven.
Donnerwetter. Bild, Schule, Books, gell? Mehrfach Werbung gemacht, nicht gesehen oder der Bernhard kennt. Ja, genau. Was machst du jetzt da? Ja, jetzt haben wir den Stier haben wir da gebracht. Also Moment, jetzt ist der da, ja, jetzt muss ich ja die Brille wegnehmen, darum ist jetzt ein bisschen komisch da. Aha, aber ja. Und was ist das mit dem Stier auf sich? Ja, jetzt sind wir da in der Bahnhofstrasse unterwegs gewesen. Aha. Und da haben die Kinder können anmalen. Ja. Flyer haben wir verteilt. Und jetzt lassen wir noch da, dass die Kinder auch noch ein bisschen malen können. Aha, aha. Ja. Ich denke, du denkst, es ist ein Stierengrind, weil es wenig unterstützt wurde. Das nein, müsstest du da durchsetzen. Nein, da sind wir ganz optimistisch eingestellt natürlich. Es braucht alles ein bisschen Zeit und das kommt gut. Eben, gell? Ja, unbedingt. Ich glaube, da hat man dir ein bisschen vorgeworfen, dass du den Leuten, den Behörden zur Unterstützung ein bisschen zu wenig Zeit gegeben hast, gell? Das ist ja so, ja. Aber es kommt alles gut. Wir lernen immer, wir sind lernfähig, weißt du? Wir machen es immer besser nachher in Zukunft. Erzähl doch ganz kurz, was soll die Bildschule? Ja, wir sind natürlich, also ganz einfach erklärt, sagen wir, es ist vergleichbar mit der Musikschule. Die Musikschule gibt es, ist bekannt, aber die Kinder, die gestalterstätig sind, für die gibt es nichts. Beim Sport gibt es da ein weiss Angebot, aber oder wie gesagt, die, die in unserem Bereich arbeiten, dort ist nichts, das wollen wir ändern, dass wir so eine Bildschule auf die Beine stellen, wo die Kinder können, gestalterstätig sein. Es ist aber auch einerseits experimentieren, oder? Aber es ist auch, ich sage jetzt, eine Vorbereitung vom Vorkurs für ältere Jugendliche, die auch wirklich wo begabt sind, die auch dort gefördert werden. Ist für euch ein Wochenangebot? Also ihr bietet die ganze Woche etwas an? Genau, es sind einfach Semesterkurs, also man kann auch als Quartalskurs kann man anfangen. Und Kinder könnten zum Beispiel auch einen Samstag kommen oder so? Der für die Kleinen ist am Samstagmorgen, ja. Das sind jetzt mit 4 Kursen fangen wir an. Einer ist ein Quartalskurs, der andere ist ein Semesterkurs. Gut, dann sind wir in der Jugendbaustelle, aber Bildschule, da müssen wir vielleicht mal reingehen. Im Internet kann man schon Bildschule, gell? Ja, ist alles Bernhard Keller, gell, heisst du? Bildschulebuchs.ch, dort finden wir alles. Da sind alle Kurse, alles. Gut. Manuela Graf? Nein. Ich habe die 4- bis 8-Jährigen am Samstagmorgen. Ich weiss es. Wenn sie dann kommen, ja. Wir hoffen. Wie viele sind ihr in dem Team? Da, das ist dritte. Ja, wir sind das dritte. Wir sind alle schön angeschrieben. Ja, genau. Du bist der Herr? Ihr zwei? Zwei Damen. Ja, genau. Und es geht um quasi im wichtigsten Sinn um bildnerische Kunst, oder? Ein bisschen so. Ja. Geht genau. Gestalten, he? Richtig. Es geht um Lebensschule. Wenn man kreativ ist, wenn man Lösungen findet, wenn man Strategien hat, wenn man teamfähig ist, dann kann man nachher alles im Leben schaffen. Und darum muss man in die Bildschule kommen. Dort lernt man das alles. Der Beton hat den Levin gemacht und ich. Und ich habe aber auch noch gewohnt. Aber du hast aber mit dem Papi geholfen. Weißt du? Ah, das sind ein Team, oder? Da muss man am Schluss nicht sagen, wer was gemacht hat. Einfach gearbeitet, oder? Die Teamarbeit, haben Sie bei dir gelernt im Kindergarten? Ja, ganz sicher. Wir haben immer Teamarbeit. Ja. Ja. Frau Graf, schauen zu und Kind arbeitet. Aber der Papi muss ja irgendwo stehen. Er kann mich noch da lassen. Ja, du. Das ist mein Traum alles. Was ist die Idee, die dahinter steckt? Die Idee ist das freie Spiel. Wirklich wieder können Kinder das machen, was sie Lust haben, ohne dass etwas vorgeht, ohne dass sie Spielgeräte haben, die genau so sein müssen. Da kann sie wirklich fantasiefreien Lauf und machen, was sie wollen. Es hat einen Dreckhaufen, es hat Holz rum, es hat Steiner, haben wir diesmal auf Farbe, es hat Werkzeuge und da kann sie wirklich machen, was sie wollen. Und jetzt sind wir so eine Woche vor der Sommerferien. Geht es die Ferien durch? Genau, es geht die Ferien durch. Immer vom Dienstag bis zum Samstag. Wir haben zuerst am Montag auch noch wollen. Wir haben gemerkt, es wird ein bisschen aufwendig, dass wir auch mal noch Material organisieren können, einkaufen. Und das Projekt hat ein bisschen mehr ein grösseres Ausmaß angenommen, als wir das gedacht haben. Das eben die Bibliothek ist jetzt hier mit einem Kunstprojekt, mit dem Bücherhaus. Wir haben den Garten hinten, wo du glaub, auch schon gesehen bist im Film, eine grosse Geschichte. Die Ludothek, die immer wieder da ist. Wir haben jetzt können Schüler hier beschäftigen, vor der Sommerferien noch, wo ein bisschen Arbeitszeit auch gebraucht haben, wo die ganze Zeit am Helfen gewesen sind. Und darum ist es ein bisschen intensiver geworden, aber über die Ferien haben wir auch offen für alle. Genau. Vor allem kommt man einfach daher. Genau, man kommt her. Es ist schon wichtig, dass es gratis ist, dass es keinen Eintritt kostet aus der Region oder aus dem Liechtenstein. Viele haben wir natürlich von Buchsen, die da sind bis jetzt, aber auch aus den Nachbarsgemeinden kommt es. Müssen die Eltern dabei sein? Die Eltern müssen dabei sein, wenn sie noch im Kindergarten sind, Kinder oder in der ersten Klasse. Dann sollten sie in den Elternhort gehen, irgendwo mindestens in der Nähe sein, dass wenn etwas passiert, dass Mama oder Papa da sind. Warte mal schnell. Hey, was macht ihr da? Hier ist ein Pinsel ab. Aha.
Eben, da gehört alles auch dazu, gell? Anmelden, wieder aufräumen natürlich. Genau, und jetzt mit der Farbe sowieso, dass sie die richtig auswäschen. Da haben wir den Brunnen eingerichtet, wo die Kanalisation angeschlossen ist, dass das so wieder sauber entsorgt wird. Sie muss gute Schuhe anhaben, man sieht, er hat sogar die Sicherheitsschuhe an, vom Linfograb, so es die zur Verfügung gestellt hat. Ah, die Schuhe hast du da? Genau, die kannst du hier, kannst du ausleihen, Weste muss man anhaben, Helm wegen der Sicherheit, aber wenn Schrauben oder Nägel oben bei den Häusern draussen stehen, wir dann das alle oben, hauen wir die ab, aber während dem Bauen ist es wichtig, dass sie die Helm halt hier anhaben. Und die Helme alle und Weste? Die sind alle auch von euch in diesem Fall. Genau, die stellen wir zur Verfügung. Das ist, wenn man reinkommt, sind die Sachen, die sie anlegen müssen. Ja. Wie ist es das zum Beispiel, ja, wenn ihr mal kein Material habt, weißt du, dass die innovativen Kinder könnten, möchten das, dies, jenes und dann kann man das bestellen dann? Wir probieren Sachen zu organisieren, aber grundsätzlich ist das, was es hier hat, hat. Aha. Und immer wieder ein bisschen anders. Je nachdem, was das Baugeschäft uns zur Verfügung stellen, hat es einmal Zement hier, hat es Steine hier, dann wieder mehr Schaltafeln, mehr Holz, Balken, ganz unterschiedlich. Und dann hast du Helferinnen und Helfer da, ohne das geht es ja gar nicht, oder? Also das ist ein bisschen Beschäftigung für euch, für das Koi, jetzt also rund um die Tour, wenn es offen ist, oder? Ja, das habe ich natürlich eben auch ein bisschen unterschätzt. Das ist viel zu aufwendig. Ich bin jetzt 6 Tage pro Woche eigentlich immer da gewesen. Von morgen um 8 Uhr bis am Abend um 5 Uhr sind wir da. Die Praktikanten, wie ihr seht, die ich hier habe, die Schüler, die mir geholfen haben, und aber auch Freiwillige, sonst geht es nicht. Dazu haben wir auch immer wieder. Wenn die Leute Lust haben, zum Mitschaffen, da sind wir froh. Aber natürlich freiwillige Arbeit, oder mehr oder weniger? Genau, genau. Jetzt ist das also oft bis nach der Sommerferien, bis 15. August, bis es dort im Liechtenstein knallt und dann ist es zu? Wir haben, heuer knallt es nicht ganz so im Liechtenstein. Nein, wir haben sogar bis Ende Herbstferien. Ach so. Bis Ende Oktober ist sie offen. Dann entstehen noch einige Werke hier, he? Genau, ich hoffe, wir haben genug Platz. Es ist dann so das. Oder ob dann einmal ein Sturm über Nacht kommen muss, der da ein bisschen aufräumt. Und die Werke die bleiben dann, also, was gebaut worden ist? Nein, natürlich nicht. Ende Oktober wird dann das. Nein, weißt du, meine nicht jetzt. Aber die jetzt hier entstehen, die bleiben bis genau, Ende Oktober. Genau, die dürfen nicht abgeräumt werden. Ja. Die bleiben. Kann nur erweitert werden und dann vielleicht mit dem Innenausbau anfangen, dass sie halt anfangen mit Schreinerarbeiten, Tisch und Stühle und so Sachen, die sie dann weitermachen können. Wie lange habt ihr vorbereitet, oder du? Ist das gut? Wir sind, ja, also die ganze Vorbereitung hat 5 Wochen. Das ist ein Express-Projekt, wirklich sehr schnell. Wir hätten ein bisschen vorher können öffnen, wir haben dann eine Baubewilligung noch gebraucht. Das ist dann natürlich ein bisschen länger gegangen. Aber auch der Platz aufräumen, da ist eine rechte Sauerei gewesen. Da sind wir jetzt 3 Wochen noch am Aufräumen und den ganzen Aufbau machen gewesen. Letzte Frage, wie ist so die Resonanz, weißt du, von Kindern, von Eltern? Es ist bombastisch. Es ist wirklich eine riesige Freude. Letzte Mittwoch hatten wir 90 Kinder da und die Eltern, Erwachsene, nochmal 30, 40. Und auch das, was wir uns rückmeldet, das ist wirklich die Leute mega Freude und finden es super. Es ist wirklich eine super Sache. Und jetzt kann jeder herkommen, kann etwas pflanzen, ein Know-how holen und du tust dann beraten. Genau, wir sind ein Team von Gärtnern. Alles Menschen, die jetzt schon mit Kindern und Schulen zu tun haben. Wir versuchen wirklich probieren, einen Garten aufzubauen auf dieser Brache, die ja doch mit sehr vielen Neophyten übersät war. Wir haben das Problem darauf, dass so viel Unkraut wächst, dass wir irgendwie wie gemerkt haben, ui, wie machen wir das? Vielleicht kannst du da überschwenken, wir arbeiten wirklich mit Hochbeet, das wir aufbauen, mit Stroh, mit alternativen Erdaufbauelementen wie Silage, Hackschnitzel. Mit der guten Erde, die wir auch zugekauft haben, damit wir einfach bis im Herbst da drin ein Paradies geschaffen haben. Aber du, wenn jetzt die Leute das hören, dann können sicher auch Erwachsene daher sich beraten lassen. Geht das auch oder müssen es Kinder sein? Kinder dürfen arbeiten, die Erwachsenen dürfen auch sitzen. Und deine Ratschläge entgegen nicht? Also man darf mich definitiv zu Zeiten, wo mich Kinder nicht brauchen, ausfragen. Die Kinder haben erfahrungsgemäß sehr oft einfach nur Gewunder und machen, wenn du geschwind kannst, überschwenken. Dort sind die Baustellenkinder. Jetzt haben wir einen Gärtchen am Gestalten. Der eine ist mit einem Pickel dran, der relativ rabiat aussieht. Warum meinst du es rabiat? Weil er mit dem Pickel drauf schlägt? Ja, er ist mit dem Pickel dran. Und dann gehst du? Nein, natürlich mache ich nichts. Also das Lesungen ist, passiert ja nie nichts. Und, selbst wenn jetzt ein Setzling kaputt geht, passiert nicht so viel. Aha. Weil wir haben ganz viel, wir haben wirklich lokale Gewerbe, die uns unterstützen und uns Setzling gratis abgeben. Jetzt kommt gerade nochmal eine Mitarbeiterin vom Garten mit einem ganzen Gaschow von Setzling. Das heisst, die Kinder dürfen fuhrwerken auf die Gefahr, dass es kaputt geht. Auf die Gefahr, dass wir zu viele Schnecken haben. Auf
Gefahr, dass alles abgefressen wird und dass trotzdem immer noch etwas wächst. Weil er hat mich gefragt, ob die noch gehen. Das Problem ist, da hinten kann man lesen. Er kann es zwar noch sehen, aber es kann sein, dass es zu heiß ist, dass sie nicht mehr kommen. Du musst es mal probieren. Das sind die Sonnenblumen. Sonnenblumen habe ich im Hosensack, die zeige ich euch nachher gerne zeigen. Gemeinsam. Das Lässige ist, hier bei diesen Sätzchen, du hast einfach etwa so viel in dieser Distanz. Ja. Sonst könnt ihr an die Isli nicht kommen. Du musst ein bisschen auseinandernehmen. Ja. Patrick, das Schönste an das Wetter ist natürlich, man kann einfach da sitzen, staunen und zuschauen. Bauvater, ich weiss von nichts. Nein, super, super Sache, wirklich. Hammer. Sollte es mehr geben. Aber jetzt gibt es wenigstens einmal. Das ist super, wirklich. Aber du bist ja selber ein Handwerker, so ist es voll im Griff. Ja, gelernt bin ich Handwerker, ja. Ja. Aber jetzt hier sitzt du vor allem ein bisschen los, also, und geniessest. Nein, am Anfang habe ich noch eine Einführung gemacht für die Kinder, damit sie das Vertrauen haben am Werkzeug. Und jetzt sind sie stundenweise schon allein dran und haben es voll im Griff. Ja, dann also ab. Eine Kinderbaustelle, sie ist noch oft bis zu der Herbstferien. Just do it.